Willkommen zurück zu einem neuen Video. Lange ist her, aber es geht wieder weiter. Heute mit dem Inicio Paragon und dem 724 von MFK und noch einen speziellen. Darum wird es heute gehen. Mal ein bisschen ausführlicher heute beschreiben, die 2/3 Düfte. Starten gleich und machen gar nicht lange rum. Paragon jetzt auch als Flakon hier bei mir. Habe ich mir am Samstag, letzten Samstag gegönnt. Ich wollte es eigentlich letzte Woche schon hochladen, aber naja, nicht ganz geklappt, weil ich meine, die haben es mitbekommen. Wir waren ja auf so einer kleinen Tour, der Max und ich, durch Süd-Westdeutschland und haben hier und da ein paar Parfümerien erkundet. Nun ja, wie riecht der Duft? Also, am Anfang kommt wirklich sehr stark so eine ganz kräftige Frucht durch. Also, es ist Pflaume gelistet, aber es könnte wirklich auch eine Kirsche sein, so eine Sauerkirsche. Also es geht schon irgendwo in diese Richtung zwischen den beiden Früchten. Aber es ist sehr, sehr knallig, sehr stark und muss auch sagen, angenehm. Also es wirkt null künstlich oder so. Es ist wirklich sehr, sehr authentisch gemacht und sehr, also sehr, wie gesagt, angenehm. Überhaupt nicht zu ja, synthetisch oder irgendwie nervig, quietschig, wie es oft der Fall ist. Zusätzlich habe ich persönlich so eine sehr, sehr kräftige, starke, eine mentholige Ausstrahlung von dem Duft am Anfang. Oder nicht nur anfangs, sondern die, wirklich 3-4 Stunden lang von diesem, na, wahrscheinlich ist es dieser Salbei, ne? Also es wirkt so leicht so Eukalyptusbonbonartig, wenn es so in die Nase zieht. Das kriege ich sehr stark immer und zieht sich, wie gesagt, extrem lange rein. Also anfangs schon, muss man echt sagen, sehr gefällig, sehr cool und ja, irgendwie ja, recht modern. Es wirkt so sehr frisch, modern, locker der Duft anfangs, muss man sagen. Allerdings, das wandelt sich irgendwann, weil wir durchaus so ein paar holzig-rauchige Elemente sehr stark mit rein bekommen. Also, wie gesagt, ich finde dieses Mentholige ist immer noch da, aber diese Frucht zieht sich irgendwann zurück und es wird so ein bisschen düsterer einfach, kann man wirklich so sagen. Man bekommt auch so eine, ich würde es mal muskatartige Würze mit rein. Muffig ist das falsche Wort, aber es ist schon, es geht so ein bisschen in diese Muskatrichtung, hat so einen sehr speziellen, distinktiven Geruch. Finde aber, das ist aber hier wirklich sehr angenehm. Wie gesagt, diese rauchigen Hölzer kommen noch zum Tragen. Es ist irgendwie auch ja, so eine Süße so langsam vorhanden, die das Ganze so schön auffängt, schön ja, warm, angenehm, weich verpackt. Also das ist, glaube ich, hier das Stichwort. Also überhaupt kein ja, so kantiger oder rougher Duft, überhaupt nicht. Also es ist alles sehr ertragbar, harmonisch, angenehm, kann man nicht leugnen. Muss aber sagen, es erinnert mich so ein bisschen auch an die Rehab-Basis. Oder so in einem gewissen Maße. Ne? Also man kennt schon, erkennt auf jeden Fall diese weiße Linie wieder, beziehungsweise eher so den Rehab. Aber wie gesagt, nur so ein bisschen in der Basis. Aber ich denke, wer den wirklich mag und vielleicht da noch irgendwie eine Frucht oder so oben drauf möchte, der, glaube ich, ist hier ganz gut bedient. Jo, also hinten raus, ne, es wird so ein bisschen weich, cremiger, immer noch diese rauchigen Hölzer, die das Ganze ja, so schön kontrastieren und dem Ganzen einfach so ein bisschen ja, kantigeren Look einfach geben und auch gut so in diese Zeit, Herbst-Winterzeit passt. Also, geiles Ding, muss ich wirklich sagen, gefällt mir immer mehr. Anfangs war ich noch ein bisschen skeptisch, aber naja, es wird. Und dementsprechend wieder ein gelungener Duft der Marke, aber die machen ja selten, also Quatsch, die hauen eigentlich immer einen raus. Genug gelabert darüber, zum nächsten habe ich leider keinen Flakon, das ist der 724, der neue, von Maison Francisco John. Oh, ich habe es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ja, der ist natürlich etwas weniger spektakulär, muss man ehrlich sagen. Ich finde, der integriert sich auch sehr gut so in die ja, bisherigen frischen Düfte von ihm. Also der sticht da jetzt nicht wirklich immens heraus, ne? Muss man ja auch sagen. Jetzt nicht das Rad neu erfunden, auf gar keinen Fall. Es ist einfach so ein sehr frischer, zitrischer, sauberer, hellfloraler Moschusduft. So, jetzt haben wir alle Additive reingeschmissen, aber letztendlich ist es das und auch nicht viel mehr. Also ich muss sagen, er ist sehr linear, es passiert nicht so viel. Ne? Ich finde, klar, anfangs ist diese Zitrik so wirklich so ein bisschen limettenschalenartig wirkt es. Also mehr so in diese Richtung, ein bisschen ja, spritzig, locker. Ganz leicht, frisch. Ich finde es nicht klosteinig oder so, qualitativ ganz angenehm, kann man jetzt nichts sagen. Das ist sehr im Vordergrund, wie gesagt, ganz leichter, frischer Duft. Man merkt schon so diese leicht seifige Jasminnote so im Hintergrund, die sich so ankündigt und
so einen sehr pudrigen, weichen Untergrund schon bietet. Aber genau das ist der Punkt, es zieht sich dann halt einfach mehr rein. Ne? Also diese Zittrig geht ein bisschen weg, es wird so sauber, moschusartig, pudrig, hellfloral, weich, leicht seifiger Jasmin, der sich so mit reinzieht noch, aber alles in so einem leichten Maße. Also jetzt nicht so, boah, oftmals ist es auch ein bisschen erdrückend bei solchen Düften, aber hier ganz locker, ganz sanft, ganz weich und wie gesagt, sehr, sehr, sehr frisch das Ganze gestaltet einfach. Also so gesehen ist es halt ein, ja, Top Daily für, ich würde sagen, Mann und Frau. Vielleicht ein kleinen Hang ins Feminine, aber nee, muss ich sagen, finde ich gar nicht. Sehr, 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 sehr ausgeglichen, wirklich. Und für alle, ich sag mal, Alltagssituationen gewappnet. Ich fand auch wirklich Performance und so echt gut, wirklich solide Durchschnitt. So, ja, 8 Stunden rum wahrnehmbar. Klar, ich sag's ja immer, auf der Haut halten die Düfte alle länger, aber letztendlich, was bringt es mir, wenn man es drumherum nicht mehr wahrnimmt? Aber dafür, für so einen frischen Duft, fand ich es echt, echt gut. Es ist auch, ich finde bei manchen frischen Düften bei MFK, da merkt man so 3, 4 Stunden, da irgendwie zerfallen die so gefühlt und man nimmt nicht mehr so die einzelnen Noten wahr, so als ob jetzt so die Synthetik ran ist und alles so ein bisschen, naja, verunstaltet. Hier gar nicht der Fall. Also bleibt angenehm, bleibt sanft und wie gesagt, so sehr gefällig. Super, 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 super gefällig und jetzt nichts, wirklich nichts Außergewöhnliches, Spektakuläres, aber schön. Also schöner Duft, ne? Ja, so viel dazu. Yes, ich habe was Neues. Also in dem Fall wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank und Grüße nochmal nach Karlsruhe an Pua Pua, an den lieben Dinko. Der hat mir tatsächlich hier diesen Duft geschenkt. Das ist der Fakama von Spirit of Dubai, erste Generation. Also die Marke heißt Nabil, steht aber natürlich auch als Million. Ah, so geiles Teil. Also wirklich letztendlich halt so eine typisch orientalische Rose-Oud-Kombo, aber mega sanft und angenehm gestaltet. Plus noch so ein paar Add-ons auf jeden Fall. Wir haben klar so eine leicht, leicht stinkige Oud-Note, aber die ist echt ertragbar. Also die ist super angenehm und nicht irgendwie zu fäkal oder abschreckend, sondern in einer guten Dosis, einer akzeptablen Dosis. Ne? So ein bisschen eine sanfte Rose mit bei, aber ich finde, dass da sehr viel so karamellige, vanillige Elemente noch dazukommen, aber überhaupt nicht zu ertränken, zu erdrücken, sondern perfekt ausbalanciert, ganz sanft, ganz angenehm. Also da wird nicht irgendwie zu schwer, auch so ein Duft, so ein Oud-Duft, den man, glaube ich, sogar im Sommer trotzdem Noten tragen kann. Und man hat immer so eine schöne, angenehm, also leicht herbe, fast schon Trockenfruchtnote, die immer so durchkommt. So eine schöne, so dattelartige Süße, was einfach wunderbar in diese Region passt und das Ganze auch sehr, sehr gut transportiert und vermittelt. Allerdings, ich habe das Ganze, ich hoffe, mit den gleichen Worten schon mal vorgestellt in einem Video, also könnt ihr euch hier dann mal anschauen. Das sind die Spirit of Dubais. Alle bis auf einen vorgestellt. Eigentlich war es das auch schon zu dem Duft. Ne? Ich bin, ja, habe wieder genug gelabert. Ansonsten vielen, vielen Dank wieder an euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt wieder regelmäßig. Also in diesem Sinne, ciao, ciao.